Das Spiel war mehr oder weniger in der regulären Spielzeit entschieden. Energie Cottbus gewinnt dieses Pokal-Halbfinale mit 2:0 in Babelsberg. Und hier sind die beiden Trainer. Cem Efe ist nicht so happy. Seine Mannschaft hat verloren. Stefan Kremer hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde mal sagen, die Herren, wir schauen uns gleich mal die am Ende entscheidende Szene an. 1:0 war in der ersten Halbzeit schon die Cottbuser Führung. Tim Kleindienst und dann zweite Halbzeit. Perdedei. Wie haben Sie das Tor gesehen? Na, es war ein Tor zum richtigen Zeitpunkt, weil wir da schon in dieser Phase ein bisschen unter Druck geraten sind. Und deswegen war es wichtig, dass wir, waren noch 8 Minuten, glaube ich, zu spielen. Das hätte sonst noch mal eine heiße Schlussphase werden können. Und Fanulli ist zwar ein relativ kleiner Spieler, aber kann sich in der Luft ganz gut helfen. Und hat auch gestern im Training aus so einer ähnlichen Situation ein Tor gemacht. Deswegen freut es mich sehr. Also ein kleiner Spieler schießt das große entscheidende Tor. Hier haben so viele Babelsberger Fans, Herr Helfer, auf das große Wunder gehofft. War heute nicht der Tag für Wunder? Ich kann ja meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat einen sehr guten Fußball gespielt. Der Unterschied eben, der Gegner hat eben die Torchancen, die sie hatte, auch genutzt. Wir hatten, glaube ich, die erste Riesenchance und da hält René Renault zweimal überragend. Am Ende steht ja 2-0 und wenn man mit 1-0 hinten liegt, muss man natürlich ein bisschen mehr öffnen und das haben wir gemacht. Und auch am Ende war der Drittligist dann auch ein Stück weit ein bisschen klarer. War besser, Energie Cottbus. Es gab eine unschöne Situation zwischendurch. Das Spiel war 10 Minuten unterbrochen, wenn aus beiden Fanblocks Feuerwerkkörper geflogen sind, Gegenstände geflogen sind. Ja, was kann man dagegen tun? Wir sehen die Bilder hier nochmal. Naja, was man dagegen tun kann, ist schwer zu sagen. Für die Zukunft. Ich denke, beide Vereine haben das ihnen Mögliche getan. So 100% in den Griff kriegen, wird man diese Problematik, glaube ich, nur sehr schwer. Und ich hoffe jetzt sehr, dass es friedlich bleibt, dass alle Leute, die im Stadion waren, gesund nach Hause kommen und dass nicht noch irgendwelche Sachen passieren, die bestimmt beide Vereine nicht wollen. Okay, also beiden Vereinen alles Gute für die Zukunft, friedliche Spiele in der Zukunft. Und Energie Cottbus gibt es am kommenden Sonnabend schon wieder live im RBB-Fernsehen, dann dritte Liga, Spiel in Duisburg. Und vielleicht geht ja doch noch was mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Naja, müssen wir nicht antworten. Ist ja nur eine Vermutung. Das war's von hier aus dem Kalibnet-Stadion.